Am vergangenen Samstag wurde sie eröffnet, die Jungtierschau der inzwischen 6 Magdeburger Rassekaninchenzuchtvereine. Mit großem Stolz präsentierten die Züchter in der Gartensparte Flora ihre großen und kleinen Zuchterfolge. Für Kinder gab es bei der Jungtierschau nicht nur ungewöhnliche und besonders hübsche Langohren zu sehen. Sie konnten ihre eigenen Streichekaninchen mitbringen und diese von der erfahrenen Jury bewerten lassen. Pünktchen, Flöckchen, Sina und all die anderen kleinen Mümmelmänner ließen sich die fachmännische Bewertung mehr oder weniger gefallen. Dafür erwarteten sie und ihre Besitzerinnen das Ergebnis mit Spannung. Dabei wurde keines der Kinder enttäuscht, denn hübsch und gepflegt waren natürlich alle Häschen. Unsere Streichelkaninchen bewerten wir nach 5 verschiedenen Positionen. Das wäre das erste, die Entwicklung, der Körperbau. Dann bewerten wir die Läufe, die Augen, das Fell und den Pflegezustand. Wie gesagt, ist schön entwickelt. Sie ist 8 Wochen alt, hat einen schönen gleichmäßigen Körperbau, vorn nach hinten gleichmäßig gebaut. Wie wir sehen, in der Kamera sind die Läufe sehr schön gerade aufgestellt, auch hinten schön parallel zum Körper getragen. Die Augen sind wach, lebendig, haben einen kleinen Makel, sind ein bisschen marmoriert in der Iris. Ansonsten, farblich handelt es sich hier um ein sogenanntes japanerfarbiges Holländerkaninchen. Eine sehr interessante, seltene Farbe, die auch als Rasse anerkannt ist. Und vom Pflegezustand muss man sagen, es ist ein Tier, an dem es überhaupt nichts auszusetzen gibt. Nachdem sich die Kaninchen zur Schönheitswahl aufgestellt hatten, wurde das Tier mit den meisten Punkten mit einem Pokal geehrt. Da die kleinen Fellpfoten jedoch kaum einen Pokal greifen können, nahmen die Besitzerinnen stellvertretend die Preise entgegen. Verlierer gab es keine, dafür viele Gewinnerinnen. Das Tier mit den meisten Punkten ist erst vor wenigen Wochen Mutter von 6 Nachwuchslangohren geworden. Gewonnen hat Sina. Ihre Besitzerin war darüber besonders glücklich. Den Kaninchen war wohl eher egal, welchen Platz sie belegten. Hauptsache war, dass Frauchen immer in der Nähe war und die benötigten Streicheinheiten bot.